Einige Menschen haben die Sorge, dass die Windkraft die Gemeinschaft spaltet und am Ende schlecht für die Wirtschaft oder gar den Tourismus ist. Es gibt viele Orte, die zeigen, dass die Windkraft ein Gewinn für die Region sein kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit den Erträgen der Windkraftanlage lassen sich Projekte vor Ort finanzieren. Das ist gerade für strukturschwache Regionen ein Gewinn und eröffnet jungen Menschen in der Region neue Perspektiven und Arbeitsplätze. Und wie das gelingen kann, das schauen wir uns an einem ganz besonderen Ort in Sachsen-Anhalt an, an dem am Ende sogar der Tourismus von der Windkraft profitiert. Ja, das Alleinstellungsmerkmal unseres Windparks ist, dass die Bürger nicht gegen den Windpark vorgegangen sind, sondern dass man von Anfang an mit den Bürgern den Windpark entwickelt hat, die Bürger einbezogen hat, ihre Bedenken wahrgenommen hat. Wir sind, glaube ich, nach gut 25 Jahren Betrieb dieses Windparks in einer Situation, wo sich jeder mit diesem Projekt auch identifiziert und am Ende des Tages auch was davon hat. Insgesamt gibt es hier 44 Anlagen, davon betreiben wir 37. Damit erzeugen wir pro Jahr etwa 120 Millionen Kilowattstunden. Fast 100 Mal mehr als die Stadt Dadersheim verbraucht. 1% der Erträge wird an die hiesigen Vereine, an die Kommune ausgeschüttet. Angefangen von der Kindertagesstätte, wo es darum ging, Wärmedämmmaßnahmen umzusetzen. Das gleiche am Sportplatz. Wir haben ein Stadtorchester, das ist fünffacher deutscher Meister, leistet sich ein Ort mit 750 Einwohnern. Wertschöpfung ist durch solche Projekte sicherlich ein Thema und sollten auch durch andere Windparkbetreiber mehr in den Fokus kommen. Wir konnten auch mit unseren Bürgern viele, viele Projekte machen, auch wissenschaftlich zum System, zur Windanlagen. Es gab noch keine Elektroautos, also haben wir Autos umgebaut, haben sie auch als Speicher betrachtet. Man muss also erneuerbare Anlagen nicht abschalten, sondern man muss sie intelligenter nutzen. Aus der ganzen Welt, aus über 55 Ländern, kamen Besucher schon nach Dadersheim, haben sich das angeguckt, was wir hier gemacht haben. Und damit entstand ein ganz neuer Zweig des Fachtourismus in Dadersheim. Und so entwickelt ein Windstandort vieles, vieles weiter in der Peripherie. Und damit natürlich auch die Jugend in der Region zu erhalten. Meine Motivation war eigentlich, dass ich seit dem Studium immer das Ziel hatte, in einem Job zu arbeiten, der viel mit Nachhaltigkeit und der Umwelt zu tun hat. Und da hat sich das hier natürlich angeboten, gerade weil ich auch hier wohne. Ich glaube schon, dass die Leute hier in unseren Standortgemeinden durch den Windpark ein bisschen näher zusammengerückt sind und auch verstanden haben, dass man in seiner Region, wo man lebt, sich um seine Belange auch selber kümmern muss und nicht warten muss, bis irgendeiner kommt. Wertschöpfung erzeugen in der Region. Punkt. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.